Hallo Freunde und willkommen zurück zu EverQuest 2. Wir sind nicht mehr in Freihafen. In der letzten Folge haben wir in Freihafen Schluss gemacht. Da wollten wir eigentlich nur die Quest der Ring des Hauptmanns lösen. Sucht nach dem Siegelring des Hauptmanns im Seefurienunterschlupf in der Nähe der Docks. Wir sind nicht fündig geworden, dafür sind wir umso öfter gestorben. Wir sind leider so oft gestorben, dass unsere Rüstung völlig am Arsch war. Aber ich habe mittlerweile mehr über die Verräterquest erfahren. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall neue Rüstung. Wir brauchen Rüstung, um das, was dann kommt, bestehen zu können. Und deswegen bin ich jetzt direkt nach Haven geportet. Haven ist momentan die Stadt, in der Verräter wie wir Unterschlupf finden. Ich habe mir eben gerade die Rüstung repariert. Das heißt, es ist schon geschehen. Die Rüstung ist schon wieder ganz. Und wir müssen jetzt leider wieder zu Fuß zurück zum, nach Freihafen, zur Gemeindelande. Zur Gemeindelande wollte ich sagen. Da müssen wir hin, aber wir machen das heute ein bisschen anders. Vielleicht gibt es ja auch eine Abkürzung. Ich schaue jetzt erstmal hier auf die Karte. Da haben wir nämlich zwei Ausgänge. Es ist einmal hier zu Nektulos, den sind wir bisher immer gegangen. Es gibt aber noch einen anderen, und zwar zu den Donnersteppen, Thundering Steps. Da werden wir jetzt mal vorbeischauen. Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach nur da lang und dann hier durch. Dann müssten wir da hinkommen. In der Donnersteppe waren wir noch nicht. Ich bin da zwar schon mal durchgelaufen. Ein kleines Stück am Anfang, aber wir haben das hier auf jeden Fall noch nicht aufgezeichnet. Leider habe ich auch erfahren, dass diese Verräterquest, die wir vorhaben, um Einwohner von Kainos zu werden, noch eine ganz schön hohe Hausnummer wird. Das ist wirklich kein, wie heißt das, Katzenspiel? Keine Ahnung, das ist wirklich nichts für schwache Nerven sozusagen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Gut, wir sind hier unten. Das habe ich schon wieder aus Versehen draufgeklickt, aber ist egal. Das sind die Donnersteppen. Ihr seht, dieses Stück hier, da ist schon so ein bisschen grün. Das heißt nicht, dass hier Wiese ist und da ist nur Wüste. Das heißt letztendlich einfach nur, dass wir dieses Gefällt hier schon erkundet haben. Und wir wollen jetzt da vorne hin, beziehungsweise wenn wir Glück haben, das kann ich auch mal schauen, finden wir vorher eine Abkürzung. So, ich muss mich jetzt erstmal orientieren hier. Das sind hier die Amazonen, nicht die Amazonen. Wie heißen die? Die mit dem einen Auge, ich weiß nicht, Zyklopen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das vergessen. Ich habe so wenig mit denen normalerweise am Hut. Die tun uns übrigens nichts, das heißt noch nichts. Wenn wir die töten, wenn wir da ein paar von denen töten, dann werden alle aggressiv. Aber momentan sind sie uns noch freundlich gesonnen. Und das heißt, wir können da einfach durchlaufen. Wir müssen nur darauf achten, auf die richtigen Feinde. Da ist Blutkralle. Blutkralle werden wir später noch für eine Erbequest brauchen. Und da vorne seht ihr so einen Lichtkegel, solche Strahlen, die in den Himmel ragen. Da will ich jetzt mal hin. Erstmal mit euch. Da müssen wir aber aufpassen, denn hier auf diesem weiträumigen Feld sind ab und zu Gegner. Da ist ein Steppenkäfer, der tut uns aber auch nichts. Wir haben so ein bisschen Glück momentan, dass die ganzen Gegner, die hier rumlaufen, uns freundlich gesonnen sind. Bis auf diese Greife. Aber da gibt es ja zum Glück nicht so viel. So, ansonsten war es das, glaube ich. Ne? Da kommt nichts mehr. Sehr schön. Also an Gegnern meine ich jetzt. So muss es doch sein. Sehr schön. So, und ich bin mal gespannt, ob wir hier diese Abkürzung nehmen können. Eventuell können wir nämlich von hier aus zu den Gemeindelanden gehen. Dann haben wir uns ein ganzes Stück Weg gespart. So, müssen wir mal gucken. Nicht, dass hier unten irgendwo Gegner rumlaufen, die ich jetzt gar nicht da vermute. So. Erhöhung der Gildestufe. Ihre Gilde befindet sich auf Level 81. Meine Gilde, meine alte Gilde von damals, ist ja geil. Kratz. Schreibe ich da mal in die Gilde. Sehr schön. Geile Sache. Level 81 ist unsere Gilde schon. Das ist der absolute Knaller. Nun gut. So, jetzt will ich mal hier gucken. Da muss man doch irgendwo so ein Teil besorgen. Da, warte mal, hier. Nee, was mit dem hier? Hello there? No. Ich will damit reisen. Sag mal, bin ich jetzt ein bisschen blöd oder was? Da musstest du doch immer erstmal was anklicken hier. Oder wir können das nicht machen, weil wir ein Verräter sind. Ich weiß es nicht so ganz. Ach doch, ich muss einfach nur dieses Tor anklicken. Dann sieht man, ich bin schon völlig aus der Übung. Ich glaube aber tatsächlich, dass es früher so war, dass dann nebenan, neben diesem Gebäude hier jemand stand, die man anklicken musste. Keine Ahnung. Schon lange her. Die Gemeinlande. So, und von den Gemeinlanden aus weiß ich zumindest so,
so ungefähr, wo wir hin müssen. Und zwar nach Südfreihafen. Jetzt muss ich mir erstmal hier wieder einen Überblick verschaffen. Aber wir sind schon direkt hier vorne. Müssen wir nur noch dieses kleine Stück hier laufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bräuchte auch mal ein Pferd oder sowas. Ja, irgendwann werde ich mir mal eins besorgen. Ich glaube aber, du musst ohnehin Level 20 sein, um ein Pferd benutzen zu können. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Früher war es, glaube ich, mal so. So, ich habe schon wieder Luft im Magen. Deswegen stotter ich so. Schon wieder zu viel Cola getrunken. Heute ist es kein Kaffee. Heute ist es wieder mal Cola. Und zwar, was habe ich hier? Ach so, Pepsi Light. Pepsi Light habe ich hier. Ja, verschieden. Cola Light, Pepsi Max oder Coke Zero. Oder halt Kaffee. Nun gut, so, ich werde diesen Weg einfach mal weiter folgen, aber auch hier sollten wir die Gegner im Auge behalten. Und da vorne sind die Wachen. Die Wachen, das wissen wir, die hauen uns mit einem Schlag um und da sollten wir auch aufpassen, denn die Rüstung ist gerade frisch repariert und 10-mal dürfen wir jetzt sterben, bevor die Rüstung wieder weg ist, bevor die Rüstung nicht mehr funktioniert. Also ein paar Versuche haben wir auf jeden Fall, aber wir können ja trotzdem versuchen, so gut wie möglich durchzukommen. Da vor der Brücke steht auch eine Wache. So, wenn wir jetzt hier mitten durchlaufen, das sind keine Wachen, aber Gegner. Wobei die Gegner sind nicht so stark, dass wir sie nicht besiegen können. Wieso habe ich denn überhaupt mein Ding reingesetzt? Also nicht das Ding. Was denkt ihr dann? Schnelltaste löschen. So, da oben ist hier mein Portal. Das portet uns direkt nach Häfen und das ist momentan noch nicht funktionsbereit, noch 22 Minuten. Das liegt einfach daran, dass ich mich vor dieser Folge eben nach Häfen geportet habe, um die Rüstung zu reparieren. So, und dann lässt schon wieder meine Stimme nach. Ich glaube, ich brauche hier ein Stimmerroll oder sowas. Fisherman's Friend, keine Ahnung. So, müssen wir auch gucken. Hier, das sind Gürteltiere. Die sind uns auch freundlich gesonnen. Aber bei diesen Hirschen hier, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, ne? Da war nämlich was, da erinnere mich dunkel dran, als ich da zu nah hingekommen bin, sind sie nämlich plötzlich trotzdem aggressiv geworden, die kleinen Säcke. So, schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen uns, glaube ich, rechts vom Haupttor halten, vom Haupttor zu Haven, zu Haven sag ich schon, zu Freihafen. Was ist los mit mir? Und da müsste dann wieder der Eingang in die Kanalisation sein. Bei Hirsche habe ich sowieso, nochmal zurück zu dem Thema Hirschen, da habe ich auch was Interessantes erlebt früher. Ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile 38, das heißt, ich fahre so ziemlich genau 20 Jahre schon mit dem Pkw durch die Gegend. Und ich hatte damals auf meinem Arbeitsweg, auf dem Weg zur Arbeit, bin ich immer durch den Wald gefahren. Also nicht verbotenerweise, sondern da war wirklich eine Straße, die durch den Wald geführt hat. Und da habe ich schon gesehen, dass da so ein Hirsch am Rand steht. Schon von Weitem gesehen. Und da musst du natürlich aufpassen. Du kennst ja die Hirsche, die rennen dann einfach los und so. Und okay, was machst du, ne? Stehen bleiben willst du ja logischerweise nicht, also fährst du ganz langsam und eher in der Mitte der Fahrbahn. Da war sowieso nichts los, das war nachts, ich hatte Spätdienst. Bin erst sehr spät heimgekommen und fahr dann ganz langsam an diesem Hirsch vorbei. Und als ich dann auf der Höhe des Hirsches bin, total langsam, da rennt der los wie ein Bekloppter und mir ging's Auto. Ja, was soll ich sagen? Also, da fehlen mir auch die Worte so ein bisschen. Ich glaube, dem konnte ich jetzt auch nicht mehr helfen. Ich habe alles gegeben, aber es hat nichts genutzt. So, hier ist auf jeden Fall der Eingang zum Diebespfad. Das ist sehr schön, da wollen wir nämlich hin. Und dann geht's wieder nach Südfreihafen. Da geht's nach Südfreihafen, nicht wieder. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das diesmal finden. So, warte mal. Ich schau mal auf die Karte. Nordfreihafen, Ost, Gemeinlande, Südfreihafen. Einmal drehen. Und direkt gegenüber ist der Eingang. Ich habe mir das ist jetzt die dritte Staffel, EverQuest 2, ich habe mir das auch so ein bisschen anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich die ersten 5-6 Folgen machen mit der Verräterquest und dann wirklich das zeigen, was ich zeigen wollte. Mittlerweile sind wir immer noch mit der Verräterquest zugange. Das ist unglaublich, wie lange diese Verräterquest dauert. Wie lange man dafür braucht. Aber okay, wir machen das. Und danach habe ich euch gesagt, zeige ich euch diese ganzen Erbe-Quests von früher und so weiter.
so wie EverQuest früher war. Aber zunächst müssen wir diese verdammte Verräterquest schaffen. Wieso? Und wir können mir glauben, ich habe es mittlerweile schon 5-mal bereut, dass ich mir einen bösen Charakter gebastelt habe. Um den zu den Guten zu bekommen, ist einiges notwendig. Und glaubt mir, ich habe mir das schon mehr als nur einmal bereut, mich so entschieden zu haben. Okay, warte mal. So, da eben habe ich eine Wache gesehen. Beziehungsweise ich gehe nochmal eins zurück. Vielleicht sehen wir hier auf der Karte was. Das muss hier ganz in der Nähe sein. Normalerweise müsste das hier auf der Karte eingezeichnet sein. Tempelstraße. Was haben wir hier? Cell Report. Sucht nach dem Siegelring des Hauptmanns im See vorhin Unterschlupf. In der Nähe der Docks. Vielleicht das hier? Ich klicke hier gerade mal die Sachen an. Krishana. Mailbox. Ja, Briefkasten. Der hat mir noch gefehlt, ne? Legends of Nord Museum. Das ist ja geil. Museum? Ich glaube, wir müssen da auf jeden Fall hin. Oder wir müssen da rein. Ich weiß, mein Freund Goroma, der hatte auch kommentiert. Der hatte mir auch einen Charakternamen genannt, den ich hier in die Suchleiste eingeben kann. An den ich mich orientieren kann. Ich habe den Namen natürlich wieder vergessen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen vorher. Beziehungsweise vielleicht hätte ich es auch einfach nur auf meinem zweiten Monitor aufrufen sollen. Aber gut, ich habe das jetzt nicht gemacht. Das heißt, wir werden jetzt mal suchen. Wenn ich den Namen lesen würde, würde ich es wahrscheinlich wissen. Aber ich kann den Namen hier auch nicht lesen. Ich glaube fast, das ist in einem von den beiden Gebäuden hier. Das ist zumindest in der Nähe der Docks. Oder ist es hier oben? Wer weiß das schon? A Forgotten Sewer Crate. Das klingt aber anders. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Da müssen wir aufpassen. Da läuft Adgar. Der läuft da so ein bisschen im Kreis rum. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz feste. Ganz viel im Kreis. Und das ist jetzt die große Frage. Wie kommen wir da am besten vorbei? Wir bleiben so ein bisschen hinter ihm. Beziehungsweise, warte mal. Oh. Hohoho, da steht auch eine. Da kommen wir mit Sicherheit nicht rein, wenn da die Wache davor steht. Gut. Oh, da stehen auch zwei Wachen. Na super. Und wenn ich jetzt hier ums Haus rumgehe, kommt mir wahrscheinlich diese eine Wache entgegen, die wir eben gerade gesehen haben. Mal gucken, da ist jetzt bis jetzt keiner. Nein, spring da hoch. Bin ich aus Versehen auf B gekommen. So, da sind zumindest mal keine hier. Keine Wachen. Zafira. Der Seefurien-Unterschlupf. Nur für Mitglieder. Yeah, wir haben es gefunden. Geile Sache, geile Sache. Wenn man in diesem Spiel die Möglichkeit hätte zu speichern, ich glaube, glaub mir, ich würde es jetzt tun, aber man kann hier ja nicht speichern. Ich kann jetzt nur hier reingehen. In der Hoffnung, dass wir das da schaffen. So, warte mal. Ich will mal gerade meine Zauber hier ein bisschen anordnen, denn wenn wir jetzt so unten angegriffen werden, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. So, die Buffs sind noch aktiv, sehe ich gerade. Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir haben nicht mehr als diese Zauber und die sind auch noch sehr schlecht. Lehrling. Man kann diese Zauber hier upgraden und die sind alle in der einfachsten Stufe. Ganz großes Kino. Ich glaube, ich muss mir auf eBay mal ein paar Platin kaufen und mich dann upgraden. Nee, mache ich nicht, aber vielleicht kann mir ein freundlicher Spender aus meiner Gilde ein bisschen aushelfen, um mich mal hier ein bisschen fit zu machen. Denn wenn man so wie ich nur 20 Minuten pro Woche spielt, dann hast du halt immer das Problem, dass du da nichts zustande kriegst. Ja, das heißt, ich habe da so wenig Kohle und es wird auch nicht mehr, ne, weil ich eben kaum spiele. Greift nur zu, nehmt euch die Heilmittel gegen euer Fieber und euer Skorbut. Was gibt's denn bei der? Ich kann da gar nichts kaufen. Dieser Händler möchte keine Geschäfte mit euch machen. Aha, aber erst Werbung machen und dann mir nichts verkaufen wollen. Nun gut. Dann gehen wir mal rein in den Seefurien-Unterschlupf. Wartet auf Zonsurfer. Ich glaube, ich nehme so lange mal einen Schluck Cola. Was haltet ihr davon? Nichts, ich weiß. Cola ist nicht gesund.
Oh yeah, das ist geil. Cola ist geil. Was würde ich nur machen ohne Cola? So, willkommen im Seefurien-Unterschlupf. Und da ist schon der erste Feind. Sucht nach dem Siegelring des Hauptmanns. Okay, wahrscheinlich müssen wir einfach nur diese Gegner hier erledigen. In der Hoffnung, dass da irgendjemand diesen Ring dabei hat. Auf geht's! Und da sind auch noch zwei Stück, sehe ich gerade. Das ist aber nicht so schön. Die machen auch Schaden. So, erste ist tot. Scheiße. Zweiten müssen wir mal festketten hier. Hallo. Geh. Verdammt nochmal. Oh Mann. Das war schon mal ein richtig geiler Anfang. Richtig geil. So, und wenn ich das jetzt mal analysieren darf, liegt es wahrscheinlich daran, dass das Ketten, was ich eben gerade probiert habe, nicht funktioniert hat. Und es hat deshalb nicht funktioniert, weil ich den verdammten Gegner nicht im Target hatte. So fair muss man natürlich mal sein, die Wahrheit zu sagen. Es lag wieder am Versagen von Kryo. Unglaublich. Reittier beschwören. Haben wir denn schon Reittier? Wusste ich gar nicht. Vielleicht geht's auch nicht. Müssen wir probieren. So, ich warte nochmal ganz kurz einen Moment. Mal davon abgesehen, dass ich schon wieder Luft im Magen habe wegen dem Cola. So. Unser Mana ist nämlich erst zur Hälfte voll. So, das heißt, wenn ich den jetzt angreife, dann kam ja gleich ein zweiter. Das heißt auch, dass ich den direkt jetzt versuche festzuketten. Ab geht's. So, da kommt aber kein zweiter. Das heißt, ich werde ihn jetzt hier schön aus der Entfernung versuchen, fertig zu machen. Die kleine Sau. Oh, jetzt sind zwei da. Das ist nicht so schön, ne? Und die macht schon wieder Schaden. Ach, Mann! Wieso kommen die anderen auch? Das ist unglaublich. Ich mache mir mal Gedanken. Wieso kommen die anderen auch? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zu leveln, hoch zu leveln, bringt überhaupt gar nichts. Die Gegner passen sich immer am eigenen Level an. Das heißt, die sind immer weiß. Das Einzige, was wir machen könnten, ist uns besser auszurüsten. Sowohl die Zauber verstärken, als auch die Rüstung zu verbessern. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn das gemacht ist, dann wird das Ganze ein Kinderspiel werden. Das weiß ich, weil ich schon mehrere Charaktere hatte, die ganz hoch sind, viel Kohle hatten. Und dann habe ich mir einen neuen Charakter gebastelt und den dann gleich mit den besten Waffen und Rüstung ausgerüstet, weil ja Geld keine Rolle gespielt hat. Und das war dann alles so easy und einfach. Wir müssen überlegen, ob wir das so machen oder ob ich es noch ein paar Mal wagen werde. Ich denke, ich werde jetzt noch ein paar Mal reingehen. Also in der nächsten Folge, weil die Zeit für heute ist leider schon wieder abgelaufen. Bis die Rüstung wieder kaputt ist. Und wenn die Rüstung kaputt ist, dann werden wir wieder zurück nach Hafenporten. Und dann werde ich mich auch besser ausrüsten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.